Wir laufen rüber zu SOB, das Stella erzählt das nochmal uns allen, genau. Was? Also, grob, er hat mir gekriegt, dass ich gestern mit Tess telefoniert habe. Okay, das ist ja nicht viel, dann würde ich dich bitten, mal zu deinen anderen Jungs zu gehen. Weil das geht dich nichts an. Halt, von harte Internas, ja. TJ, das ist halt... Na klar. Er hat mir die komplette Story erzählt, dass es damit angefangen hat, dass er Drogen bzw. Kartenspiele hinten in den Mülltonnen hat liegen lassen, von denen er gar nichts wusste, obwohl er die wegräumen sollte. Du hättest ihn gefragt, ob du helfen sollst, Freddy. Er hätte nein gesagt, weil er das ja mit Caleb machen würde, weil im Gegensatz zu dir hätte er und Caleb halt eine Möglichkeit zu verstauen, was du halt nicht hast. Ja. Daraufhin ist, wärst du irgendwie mad gewesen, das Ganze hat sich hochgekocht, es ist eskaliert, du hast ihn zu Boden getreten, wegen Gesetz der Straße, wollte er alles hinschmeißen, weil er ja mit dem Business und so, was er vorher zu tun hatte, nichts mehr zu tun haben will, und wenn du meinst, du kannst es besser, sollst du es doch bitte selber machen. Daraufhin hat er alles abgegeben, wohl an euch oder an Kendrick. Dann ist es vor dem Lager nochmal eskaliert. Kendrick hat ihn mit einem Baseballschläger verprügelt. Und währenddessen hast du wohl gesagt, ja, dann kannst du jetzt auch nur 30.000 Payout zahlen. Wo er ein bisschen angefressen war wegen der Summe, wo ich Tess dann gesagt habe, Tess, du weißt schon, dass nur weil du vielleicht eine halbe Mille für die reingeholt hast, ein Payout nicht daran bemessen wird, sondern daran, wie viel du weißt. Und wie viel man dir vertraut. Ja, das ist genau richtig. Und daraufhin hat er gesagt, ja, aber 30.000 waren schon ganz gut. Mehr hätte ich eh nicht gezahlt, da hätte ich eher gegen die geschossen. Die suchen ja gerade Tess, ne? Okay. Wir nehmen uns auch mal ein Auto und fahren mal rum so. Die haben, also orten ihn auch. Und dann, wenn wir ihn finden, dass wir ihn einpacken und mitnehmen. Weil der will irgendwie nicht herkommen, dies, das und so. Wieder ja, Kindergarten. Okay, ja. Ja, gut. Ja, müssen wir ja nur nach dem Nova gucken, dann lass los. Jo. Ja, Kendrick, was hast du gesagt? Ja, alles okay. Oder Manches, oder was? Novak oder blauer Manches? Okay, ja. Die haben ihn? Die haben ihn. Ja, easy. Wo? Palito Bay. Top. Er fährt gerade auf den Berg hoch. Was? Ihr habt mit ihm geredet oder ist er einfach abgehauen oder was? So, ja, wir sollen in Hood kommen, sagt Kendrick. Okay. Na klar. Danke dir. Bitte, bitte, ciao. Bis dann, peace. Seid das best Homies. Du Scheiße. Ist aber nett von dir. Ja, und wie schmeckt das so, wenn du dann unsere Samen dafür benutzt, an die Border zu ticken? Ah, deine, ja? Ist alles deins? Wir wollen reden, aber du haust ja direkt ab. Er ist absolut... Soll ich sagen, was absolut komisch ist, oder? Vor zwei Tagen willst du Touch verkaufen, nochmal willst du mit keinem mehr reden. Aber es gibt nichts mehr zu reden. Komisch. Warum wolltest du denn davor Touch verkaufen? Da gab's doch dann anscheinend auch schon nichts zu reden, oder nicht? Ne, da gab's ja nichts zu reden, oder was? Nee, das gefällt mir absolut nicht, dass du bei dem Border verkaufst. Kaninchen! Ja, was ist ja denn für ein Mistvieh? Danke für 27 Monate, ja, vielen Dank. Komm, ich auch gerne bei Witze umbenennen, Tess, dein Vater. Hui, danke für 33 Monate. Rein drauf. Ziehen, Alter. Merkst du nicht, da bringt irgendwie nichts. Los, mitkommen. Dieses Reintriggern. Blaue Matches. Der kommt uns jetzt nicht mehr weg. Was wollt ihr? Das ist er. Dass wir jemanden so schnell finden, das hätte ich nicht gedacht. Tess, du bleibst jetzt stehen. Das ist eine letzte Warnung. Es reicht zu langsam, Digga. Der schießt auf uns? Der liegt. Ich muss meine
Was ist mit meinem Bruder los? Was ist mit meinem Bruder? Und ich bin für das Map, Digga. Warum schießt mein Bruder auf mich? Ja, ist auf dem Weg. Will einer mit ihm mal kurz quatschen? Nee, nee. Ja. Geht's dir, wem geht's gut? Wem Mann. Geht's gut von euch? Gut. Dann, Sigi, geht's dir gut? Ja. Merkt Sigi beide zum Notmediziner. Schnappt euch ein Auto. Wenn er, ganz ehrlich, wenn er da sein sollte, sagt, steig einfach ein. Lass die Scheiße, steig einfach ein. Ja. Pack den. Ey. Ach, Digga, wenn ich ins Krankenhaus gehe, ne, dann bin ich gefickt. Ja. Ach, aber sie haben mich, er hat mich halt erwischt. Fahrt gleich in die Hood. Ich sag genug Bescheid, die soll schon mal Sachen besorgen, ja. damit du ein bisschen später hingehen kannst oder wir jemanden besorgen können. Ja. Ruf sie an. Ruf Nami an. Weiß ja, müssen wir nachher mal klären. Ich fahr nachher mal, da kommt Kops, fahr jetzt auch los. Oh fuck. Warte. Aua. Der ist bei Schmuddel nicht rausgekommen bisher, habe ich gehört. Und wir haben 15 Minuten oder so getan. Wir haben ewig gewartet. Okay. Gut, Gewissheit habe ich ja jetzt auch nicht. Also. Ey, okay. Ja. Hast du meine Pistole, Caleb? Ja, warte. Freddy, kann ich auf Seite kommen? Ja, okay. Wir haben ein richtiges Problem. Warum? Tess lag nicht mehr da. Ja. Die Cops haben Spuren und alles genommen. Ja, okay. Und? Ja, wenn der erledigt ist, unter denen Spuren, dann wissen die, was Phase war. Überleg mal. Weißt du, wenn die was finden, finden die Spuren von dir, finden die Spuren von mir, finden die Spuren von Kendrick, finden die Spuren von Maxen, finden die Spuren von hier und da und von ihm. Und was soll uns da jetzt passieren? Ja, ich sag nur, die Cops, das hier, nur als Info, wie gesagt, wir können dann für die Scheiße rangezogen werden. Für welche Scheiße denn? Dass er liegt, dass er tot ist. Ja, jeder weiß, dass Tess zu uns gehört. Sagen wir, andere haben auf uns geschossen. Ja, da habe ich schon Vorarbeit für gemacht. Ja. Die Cops, die mich oben befragt haben, haben gefragt, was los war. Dann habe ich ihm erzählt, dass ich mit meinem Bruder unterwegs war und schwarzmaskierte Bikes uns verfolgt haben und gemeint, wir sollen stehen bleiben, sonst schießen die. Dann sind wir stehen geblieben und hab dann dazu gemeint, ich will meinen Bruder nicht die Scheiße reiten. Aber ich habe Angst, dass er irgendwie mitgenommen wurde. Ich glaube, er hat auch auf die geschossen und dann hat in der Kugel geflogen und ich weiß nicht, was mit Bruder los ist. Ich habe halt auch gemeint, dass ich ihn suche und so ein Scheiß. Okay, das ist eine Story, mit der wir arbeiten können. Ja, auf jeden Fall. Ah, ich bin ja nicht dumm, wenn ich da liege und die Tests abgeschossen habt. Und mir gingen auch schon tausend Sachen durch Kopf. Auch schon Notwehr, Alter. Wir sind 5, 6 Leute gegen einen gewesen. Ja, ehrlich, können wir auf Not. Ich meine, Real Talk, er hat als erstes geschossen. Er hat als erstes geschossen und wir haben uns verteidigt. Und ich meine, ganz ehrlich, ist es eine Akte geschrieben worden, dass ich angeschossen wurde? Ist es eine Akte geschrieben, obwohl, nee, bei Dings, bei den anderen ja nicht, die waren ja nicht im Krankenhaus. Obwohl, bei dir doch auch, oder, Kendrick? Ja, wird Akte geschrieben, ja. Ja. Ich hab den Cops ja auch gesagt, dass ich habe mit meinem Bruder beschrieben, wie er rumgelaufen ist, dass ich ihn suche, mit was er unterwegs war, wenn die ihn finden und so. Hast du Novak gesagt, oder? Nee, ich habe gesagt, es war so eine Mannschaft gewesen, habe ich gemeint. Die steht dort, oder? Ja, aber ich habe ja nicht gesehen, mir ging's ja nicht gut, ne? Ich kann's ja trotzdem, ich wusste nicht, dass nur da steht. Ja, gut. Ja, nee, aber ich glaube, deine Story ist besser. Alles gut. Wir werden da, ich denke mal, mit Sicherheit das ein oder andere Gespräch führen müssen. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal quatschen, dass alle das Gleiche wissen und alle das Gleiche sagen. Ja. Weil die werden Scheiße finden. Die werden Scheiße finden von uns. Brauchen wir nicht drüber reden. Okay, das ist eigentlich ganz einfach zu klären. Also, wir hatten euch noch am Handy gehabt und wir haben nur gesagt, dass wir von Leuten was verfolgt werden. Und ja, als wir da hinkamen, da waren Leute da vor Ort. Ihr habt dann noch auf die geschossen, um die zu verjagen. Und dann, Alexi. Habt ihr mich am Boden gefunden. Und keine Ahnung, wo habt ihr Tess erwischt? Bruder. Lag der im Busch? Ich weiß es gefühlt, nicht. Gefühlt überall. Der lag in der Ecke da hinten an der Tonne. Okay. Also kann es sein, dass die Cops ihn gar nicht gefunden haben. Das kann sein, ja. Ja, aber spätestens das, spätestens beim Notmediziner, ja. Die werden ja den Obduktionsgedöns da machen und das an Polizei weitergeben. Wir müssen halt, also was wir hoffen müssen, ist, dass er da vor Ort nicht gefunden wurde. Ja, aber selbst,
Wieso? Naja, so kann man darauf, so kann man darauf, wenn wirklich was kommen soll, von den Cops sagen, yo, der wurde von Leuten mitgenommen. Und wir wissen halt nicht, was Phase ist mit ihm. So habe ich den Cops ja erzählt. Ach so, wurde von Leuten mitgenommen und von denen umgebracht, oder was? Ja, ja, genau. Okay. Wenn er tot ist. Ja, eben, das ist für mich jetzt halt auch immer noch nicht sicher. Weil ich nämlich nicht genau weiß, was Phase ist. Wenn er tot ist, dann werde ich Bescheid bekommen, weil ich glaube, ich Notfallkontakt bei ihm bin. Für dich zur Info, Thema Test ist durch, ne? Der war doch gestern schon durch. Nee, ist ganz durch. Hoffentlich. Ich denke... Hoffe. Ich sag dir, wie es ist. Tess hat Scheiße gebaut. Tess hat bei Stella komplett über unsere kompletten Bestände und über alles ausgepackt, was passiert ist vorgestern. Über den Payout. Hat Stella? Stella von der BHB. Oder von SOB. SOB. Achso. Oh, ja. Okay. Hat komplett bei ihr ausgepackt. Ja, alles gedroppt, alles erzählt. Und ja, da ging es unter anderem auch darum, dass er gesagt hätte, wenn das mehr als 30.000 gewesen wäre, hätte er auf uns geschossen. Dann ging es doch darum, dass er erzählt hat, was den ganzen Abend passiert ist, dass er ein Payout bekommen hat, dass er hat die ganze Story mit mir erzählt und ja, weiß halt auch über unsere Bestände Bescheid und über unsere Kisten und all so eine Scheiße, weiß ja alles von Tess. Fakt auf jeden Fall, wir haben ihn jetzt gesucht, er hat sich verzogen vor uns, versteckt, Jungs haben ihn gefunden, danach ist er auf den Berg abgehauen, auf Mount Chiliad, dann haben wir uns hier auf BFs also gesetzt, ist bewusst schon abgehauen, ist bewusst abgehauen, ja, richtig, ist bewusst abgehauen, es wird viel schlimmer, Bruder, ich sag's dir. Dann haben wir uns hier alle BFs geschnappt, sind mit 5 BFs los, haben ihn gesucht, dann kam er hier vorne direkt an der Westside am Strand aus dem Bauzaun rausgefahren, und wir sind ihm hinterher. Als er in der Sackgasse steckt, ist er abgestiegen und hat auf Kendrick geschossen. Dann haben wir ihn zersiebt.